Ja, hallo, mein Name ist Mohamed Yildiz. Ich bin 25 Jahre alt und studiere an der Hochschule Reutlingen im Bereich Leistungs- und Mikroelektronik. Und ich schreibe meine Masterarbeit seit einem halben Jahr an der Hochschule. Und mein Thema war die Messung vom dynamischen RDS-ON, also Einschaltwiderstand von Galliumnitrid-Transistoren. Und dafür habe ich hier die kleine Messschaltung gebaut. Die misst so im kleiner 100 Nanosekunden-Bereich. Und um die dynamische RDS-ON zu bestimmen, habe ich drei verschiedene Muster ausgewählt. Zwei Galliumnitrid-Technologien. Das wären die zwei Aufbauten hier. Die wären in so einer Halbrücken-Konfiguration. Und alle Bauelemente mussten auch dementsprechend dimensioniert werden. Und dann habe ich noch eine herkömmliche Technologie ausgewählt. Das wäre ein Standard Silizium-MOSFET, um einen Vergleich zu den Galliumnitrid-Technologie herzustellen. Und das Ganze wurde dann gemessen und ausgewertet. Und hier am Bildschirm wäre der Einschaltwiderstand dargestellt von den drei Mustern.